Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 60 Bar 6. Wir sind in der letzten Folge auf einem Planeten gelandet und wir sehen hier auf jeden Fall schon mal ein Leck. Das gefällt mir gar nicht. Aber lesen wir uns das Ganze erstmal durch. Die Grundidee war gut, du hast dich mit einem Feuerzeug unter die Konsole geduckt und versucht Licht ins dunkle Nest aus verdrehten Drähten zu bringen. Sofort nachdem du das Feuerzeug angezündet hattest, brach die Hölle los. Du hast dir die Hand verbrannt, laut geflucht, dir beim Aufstehen deinen Kopf an der Konsole gestoßen und dann bist du zu allem Überfluss noch auf das Bedienfeld gefallen und hast dabei irgendwelche Knöpfe gedrückt. Mit deinem Allerwertesten. Die Landung war nicht gerade sanft. Das Gute ist, dass es keine Besatzung gibt, um die du dich kümmern müsstest. Du hättest jedes einzelne Besatzungsmitglied umgebracht. Du selbst kannst kaum noch stehen, Captain. Dein Gesicht hatte eine ziemlich unangenehme und persönliche Begegnung mit unserem Kommunikationsmodul. Und zumindest eine der beiden Konfliktparteien ist jetzt nutzlos. Denk drüber nach, es zu reparieren, falls du Funkstelle in Zukunft vermeiden möchtest. Wie geht es weiter, Captain? Vielleicht könntest du die Informationen nutzen, die ich beim Scannen der Umgebung gefunden habe. Nicht weit von hier gibt es einige robotische Einheiten und meine Scans deuten auf sehr wenige aggressive Signaturen hin. Ich denke, dass es sich um friedliche Roboter handelt. Größtenteils vielleicht können sie dir helfen. Und falls du sterben solltest, bin ich wenigstens nicht allein, wenn das mal keine Win-Win-Situation ist. Du bist ernsthaft verletzt, Ma'am. Was ist das? Cool. Raumanzug-Defekt. Das ist jetzt nicht weiter schlimm anscheinend. Und die hat immer noch einen Koffeinschub. Er ist aber noch tot. Vielleicht kann man ja Leute wiederbeleben. Mal gucken. Oh, wir haben Schnelligkeit wieder aufgebaut. Cool. Ein reisender Roboterhändler kam an unserem Shuttle vorbei. Er bot dir an, in den Vorzug eines sogenannten Rekonfigurators zu kommen. Einem esoterisch-energetischen Empfindungsverstärker. Klingt ziemlich interessant. Der Roboter erklärt dir, während er seine fein gestutzten Schnurrbart knetete, dass die Maschine in der Lage ist, entweder deine Muskelkraft oder deine Reaktionsgeschwindigkeit zu verbessern. Wähle mit Bedacht. Ich verbessere mal meine Stärke, dann haben wir nämlich ausgeglichen zwischen Schnelligkeit und Stärke. Okay. Es sieht nicht gut aus, Freunde. Es sieht echt nicht gut aus. Wir haben auch nicht mehr so viel zu essen. Ich bin immer noch hungrig. Ich gebe ihr einfach jetzt weiterhin was zu essen. Ich muss das Spiel kennenlernen. Geht nicht anders. Und ich sehe hier Licht. Ja, da ist Licht. Licht. Ich halte jetzt die ganze Zeit meine Hand so. Oh, mir geht's gar nicht gut. Ach du Scheiße. Du betratst den Rekonfigurator in der Hoffnung, deine Körperkraft zu verbessern und siehe da, als du herauskamst, fühltest du dich genauso wie vorher. Du wandtest dich an den fahrenden Händler, um dich zu beschweren. Der aber hob nur seine blechernen Schultern und murmelte etwas von allgemeinen Geschäftsbedingungen. Und dass der Rekonfigurator nur bei bestimmten organischen Lebensformen wirkte. Er packte seine Maschine zusammen und verschwand mit einem eingeschnappten Gesichtsausdruck. Captain, das Expeditionsmodul im hinteren Teil der Kabine kann jetzt verwendet werden. Jetzt musst du nur ein Besatzungsmitglied in einen Raumzug stopfen und nach draußen schicken. Wir sollten unsere Umgebung vorsichtig untersuchen. Wer weiß, welche Gefahren da draußen auf uns warten. Ein kleiner Schritt für einen Menschen, ein großer Schritt für das, was von der Menschheit noch übrig ist. Dein Geisteszustand ist immer noch nicht wieder stabil. Du bist weiterhin verletzt. Du kränkelst, Captain, du siehst schwach aus. Ich denke nicht, dass ich rausgehen kann. Chance auf Energie, Gefahren, Gras, Länge. Ich habe mir übrigens was überlegt, je nachdem, ob dieses Spiel gut bei euch ankommt, werde ich das einmal die Woche spielen. Ich würde sagen, wir fangen dann Montag an, je nachdem, wie lange wir überleben. Ne? Und wenn es halt nur eine Folge ist, dann kommt halt nur eine Folge in der Woche. Wenn wir so lange überleben, dass ich drei Folgen habe,
Da gibt es drei Folgen hintereinander. Ich glaube, das ist eine ganz gute Idee, wenn euch das Spiel gefällt. Ich mache das natürlich nicht, wenn ihr euch das nicht gefällt, dann spiele ich das lieber alleine. Die Frage ist jetzt, kann ich eine Expedition machen, währenddessen ich alleine bin? Wir gehen einfach mal hier hin. Komm, scheiß drauf. Ah, okay. Ich kann keine Expedition machen, ich bin so gut wie am Arsch. Captain, ich habe eine humanoide Gestalt entdeckt, die sich nähert. Es ist ein Roboter, der blind auf uns zutrudelt. Er ist direkt bis vor das Shuttle gelaufen und schlägt jetzt gegen die Außenwand. Dem Armen scheinen ein paar Schaltkreise locker zu sein. Sollen wir ihn seinem Tumben-Schicksal überlassen oder die Kommunikation aufnehmen? Kommunikation. Ich meine, ich bin so gut wie am Arsch. Ich probiere jetzt Sachen aus. Bin ich immer noch hungrig? Hungrig. Wie kann das sein, dass die immer hungrig ist? Momento. Bin ich zwar ein bisschen kleiner jetzt, aber dann stört das Licht nicht. Tag 16. Der demente Roboter hörte nicht auf, mit dem Kopf gegen die Außenwand zu hämmern, also hast du dich entschlossen, ihn über den Kommunikator davon zu überzeugen, es zu lassen. Irgendwas von dem Funksignal musste das funktionsschwache Robotergehirn erreicht haben. Der Besucher blickte vergnügt rein und latschte dem Kopfschütteln davon. Wahrscheinlich hatte er einfach nur eine schlechte Nacht. Du bist immer noch wahnsinnig, du bist immer noch verwundet, du bist noch nicht ganz gesund, du hast keinen Hunger mehr. Oh, ich habe keinen Hunger mehr. Also sollten wir immer was essen, wenn die hungrig sind. Wenn wir denn genug zu essen haben. Klebeband. Okay, das war der Raumanzug, der kaputt gegangen ist. Ich könnte ihn recyceln. Ich meine, der ist sowieso nicht mehr zu gebrauchen. Wieso kann man nur so wenig Sachen herstellen? Oder brauche ich für den Rest mehr? Recyceln. Ich recycle die Rüstung. Komm. Ah, du hast in der finsteren Ecke des Schiffs einige verrottete und angeschwollene Suppendosen gefunden. Irgendjemand muss sie dort vor langer Zeit deponiert und dann völlig vergessen haben. Sie sehen nicht wirklich unbedenklich aus, aber andererseits ist es Dosensuppe, die sollte sich eigentlich 737 Jahre lang halten. Willst du die Dosen behalten? Ja, ich meine, ich hab ja keine andere Wahl. Ich habe nur noch zwei Suppen. Ich muss irgendwie an Medizin kommen. Oh, Öko-Shuttle habe ich gerade bekommen. 1 von 10. Ja! Die uralte Suppe, die du gefunden hast, hat dir zu denken gegeben, aber das ist auch kein Wunder. Sie sieht älter aus als dieses Schiff. Und trotzdem ist sie hier. Wer könnte sie hier zurückgelassen haben? Andererseits, wen kümmert's? Gratis Suppe! Was sollte da schon schief gehen? Keine Ahnung, einiges. Du bist immer noch wahnsinnig. Du solltest dich besser um deine Verletzungen kümmern, Captain. Du bist weiterhin nicht ganz gesund. Keine Ahnung, brauche ich Energie? Ich muss irgendwie einen Verbandskasten herstellen. Wo soll ich wissen, wie man einen Verbandskasten herstellt? Energie. Ich habe nichts, was mir Energie gibt. Oh Gott, ich bin am Arsch. Weißt du, wenn ich wenigstens rausgehen könnte, könnte ich Energie sammeln. Atombatterie.
Heilige Scheiße. Captain, meine Wettersysteme erfassen ein Gewitter am Horizont. Es bewegt sich schnell und ist hoffentlich bis morgen wieder verschwunden. Doch es könnte unangenehm werden. Donner, Blitz, Stürme und scharfe Objekte, die von allen Seiten herangerauscht kommen. Ich würde die Bewegung des Gewitters gerne die Nacht über beobachten. Doch dafür müsste ich meine Sensoren auf Batteriebetrieb stellen. Da es nicht ratsam ist, den Hauptgenerator während eines Gewitters laufen zu lassen. Ich bin so gut wie tot. Tag 18. Du hast dich dazu entschlossen, im Gewitter auszuharren und die Überwachungssysteme nicht auf Batteriebetrieb laufen zu lassen. Der Wind pfiff laut und unbändiger Regen prasselte gegen das Shuttle. Doch das war es auch schon. Am Morgen hatte sich das Wetter wieder beruhigt. Du hast den ganzen Morgen damit verbracht, dich durch den angeschwemmten Krempel zu wühlen, aber es war nichts als durchnässter Müll dabei. Dein Geisteszustand ist immer noch nicht wieder stabil. Du wirkst immer noch nicht ganz gesund. Ich bin noch verzweifelt. Captain, wir haben Übertragungssignale unbekannten Ursprungs erkannt. Leider wurde bei der Landung die Kommunikationskonsole beschädigt, sodass wir mit ihnen nichts anfangen können, geschweige denn antworten. Wir können einen primitiven Feldkommunikator anschließen, um so die beschädigten Subsysteme zu umgehen und Zugriff auf den äußeren Sender und Empfänger zu erhalten. Zieh's durch. Ich brauche eine neue Besatzung. Ich kommuniziere mit allem, was hier rumläuft. Hallo Welt, Errungenschaft freigeschaltet. Hallo Welt. Ein voller Erfolg, Captain. Der Kommunikator an der Kommunikationskonsole funktioniert einwandfrei. Ich werde die Ästhetik nicht bewerten, da wir jetzt endlich Übertragung empfangen können. Jetzt müssen wir nur warten, bis uns jemand kontaktiert. Jemand wird uns schon finden. Irgendwann. Irgendwann. Ich bin doch so gut wie tot. Fräulein, hörst du das? Herein! Herein zu Captain Cerbius, kosmischen Karneval. Kannst du Augäpfel schneller als 30 Tachyonen rasieren? Kannst du unser Kurzquiz bei 10 Gs beantworten? Wage einen Versuch und gewinne wertvolle Preise. Da draußen schwebt ein pangalischer Jahrmarkt. Es scheinen zwei passende Spiele dabei zu sein. Einmal Drahtschlinge in der Schwerelosigkeit und ein Raumzeit-Krümmungslabyrinth. Willst du dein Geschick oder deinen Verstand auf die Probe stellen? Ja. Mein Geschick. Ich habe gerade mal einen Punkt auf Geschick. Oh. Errungenschaft freigeschaltet. Stab. Ich bin tot. 20 Tage. Ah, ja gut, wir haben unseren ersten Rekord aufgestellt, 20 Tage. Deine Verletzungen waren letztendlich tödlich. Du hast es nicht überlebt. Bevor Captain Cerberus kosmischer Karneval wieder abflog, hast du dich an einer Herausforderung versucht, die eine ruhige Hand erforderte. Sie entpuppte sich als etwas, das einem einen elektrischen Schlag verpasst, wenn man scheitert. Was dir prompt passierte und der Schock war eindeutig für ein großes, größeres Wesen als dich ausgelegt. Deine Kirmespanne führte dazu. Ist das eine Kirmespanne? Ach, Kirmespanne. Deine Kirmespanne führte dazu, dass du auf den Punkt knusprig gebraten wurdest. Ich hätte dir nie raten sollen, zum Jahrmarkt zu gehen, Captain. Unser Abenteuer geht jetzt leider zu Ende. Geröstet. Ja gut, Freunde. Ich würde sagen, das war's für heute. Wir sehen uns dann Anfang nächste Woche, wenn es euch gefällt. Wenn es nicht gefällt, dann halt nicht. Ganz einfach. Wir werden sehen. Haut rein, euer Zero. Tschüss.